Oh Gott, es hängt. Okay. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2013 hier auf der Forstmap wieder mit dem Dino. Hi Leute, grüßt euch. So, weiter geht's. So, das hat jetzt gerade mal schön gehangen. Das war mal ein dickes Leck. Leckage am Landwirtschaftssimulator. Ja. So, oh, hier hab ich was vergessen. Mensch, der Entostlungsmaschine geht nicht so richtig. Was ist da los? Kettensäge stumpf. So. Ach schade, jetzt fällt mir gerade noch was ein, jetzt hätte ich gerade noch quatschen können. Genau. Müssen wir dann in der nächsten Pause machen. Ach ja, Facebook ist so ein schönes Social Network. Yo! Ne, der Heini, der hat wieder was gemacht, du. Ach nee, oder? Ja, hat er wieder einen also, du hast, hat hast er wieder einen gucken lassen, ja. Leider, Heini hat mal wieder richtig einen gucken lassen. Ja, der macht sich aber über nichts eine Platte, hab ich manchmal das Gefühl. Also so Facecam-technisch wieder. Ja, Facebook halt, hat er halt sowas nachgemacht, was aktuell so heftig umstritten wird. Ich drück's jetzt einfach mal so. Oder wo eigentlich eine Diskussion entbrannt ist, die ja eigentlich wieder typisch deutsch ist, sagen wir es mal so. Weltmeisterschaftlich was zu tun hat? Ja, ja, weltmeisterschaftlich. Mit dem Gaucho? Genau. Den, ja. Den hat er nachgemacht, aber wie, Alter. Aber ganz ehrlich, finde ich schon wieder total sinnlos, ey, diese Aufreger. Lächerlich, oder? Absolut lächerlich. Nazi ist ja klar. Ach, denn, was soll man sonst noch für Argumente bringen, außer dieses Dumme? Das ist ja, ja einfach so. Was soll man sonst dazu sagen? So einem Nonsens. Wir sind Sozialisten. Ey, was hätten die in ihren Zeitungen geschrieben, wenn die gewonnen hätten? Also, ja. Ganz ehrlich. So witzlos. Naja, aber sollen sie machen. Das ist ja Standard. Ich fand's mega klasse. Ich fand's absolut mega klasse. Hast du das gesehen? Oder ich hab's live gesehen. Aha, auf Arbeit? Ich bin ehrlich, ich hatte den Fernseher. Also nicht den Fernseher, ich hatte einen Stream an. War klar, statt zu arbeiten. Ja, mein Chef kam auch rein. Achso, hat's genehmigt auf Deutsch? Nö. Achso. Er kam auch rein, guckt mich so an, ich sag, ey Digga, wir sind Weltmeister, jetzt hör auf zu blödeln. Wortwörtlich, kann ich mir vorstellen, ja. Die rücken gerade ein hier, das muss ich sehen. Nee, hab dann noch ein bisschen sogar zusammen geguckt. Aber schon mega, aber schon krass. Absolut. Boah, cool. Am Montag kam die, ne? Ja, ne, Dienstag. Ach, Dienstag, ja. Aber ist halt auch schon wieder, kam ja schon wieder die nächste Sache, und zwar Philipp Lahm verlässt ja den Nationalspielerkader. Ja. Gibt ja auch den Kapitän ab, wird aber halt in, was mich wundert, weil er ist 30. Also dass Klose geht, das war ja Standard, aber. Aber eine WM hätte er, nicht eine WM, eine EM zumindest hätte er noch mitmachen können, der Lahm. Naja gut, war weiß, was es für Gründe gab. Aber er bleibt ja auf jeden Fall im Bayern-Kader. Was die alle an Kohle gekriegt haben für die Dings, ey. Aber es gibt viele, die haben's, es gibt einige, die haben's gespendet, ne? Ach so? Das Geld hier, was die für ihren WM-Sieg gekriegt haben. Oh, okay. Ich glaube 700.000 Euro waren das, also für jeden. Pro Spiel oder für alles jetzt? Für den Sieg, bei Finalsieg. 700.000! Ja, du musst aber so sehen, für jeden, also auch für die Physiotherapeuten, auch für die Coaches, für die, die auf der Bank saßen, für jeden. Also es hat halt wirklich jeder dasselbe gekriegt. Ich bin übel. Ja gut, du musst aber dazu sagen, der Weltmeister kriegt von der Viva 25 Millionen. Auch noch, oder? Also der Weltmeisterpokal, was ja übrigens gar nicht der Weltmeisterpokal war oder ist, weil der bleibt ja dort an Ort und Stelle, der darf ja nicht mitgenommen werden. Das ist ja nur ein Duplikat, was die dann da haben. Aber alleine das Duplikat, was der Goldwert hat ja irgendwie schon 120.000 entsprungen oder so. Ja, ja, also das Duplikat alleine ist schon viel Geld wert. Aber wie gesagt, also da gibt es viele, die das gespendet haben. Hast du den Flitzer mitgekriegt? Hab ich mitgekriegt, ja. Da wollte ich, glaube ich, zum, ne? Quatsch. YouTuber, ja. Ernsthaft? Rensality TV oder irgendwas ist ein Ami halt. Der Ami-Kanal, der Prank-Videos macht, ne? Und der hat's geschafft.
Ah, nice. Ich glaube, an einem Tag, also wo das Skype worden ist, ich weiß gar nicht wie viel, 20 oder 30.000 Abos gemacht. Wow. Oder noch mehr, ich weiß es gar nicht. Nee, hängende Null dran, Entschuldigung, hängende Null dran. Was? Ich glaube, 200.000 Abos hat er in kürzester Zeit dann noch mit der Aktion dazu verdient. Krass. Was, ne? Wahnsinn. Ja gut, müsste aber dann nur so einen Scheiß machen. Das ist richtig, aber ganz ehrlich, das war so geil, der hat das auf Twitter angekündigt, als wir Gott, ja, Deutschland gegen Argentinien, werdet ihr mich morgen im Fernsehen sehen, das wird mein bester Tag und so weiter und so fort. Da musst du dir mal vorstellen, da waren, ich weiß, das haben die am Fernsehen gesagt, 200.000 Sicherheitskräfte vor Ort, ja? Und dann schafft es einer, aufs Bild, auf das Spielfeld zu kommen. Nee, 200.000 nicht. Ja, 20.000 oder 20.000. 2.000. 2.000 nur. Vielleicht. Naja, denn das Stadion geht ja gerade mal. Wie viel ging da rein? 30? Nee, jetzt 40? Nicht im Stadion, aber halt auch außerhalb und Dings und alles, was halt mit dazugehört. Ach so, ist dann. Ja. Und da schafft es, und dann schafft es wirklich einer, aus so einer spontanen Idee da aufs Spielfeld zu hüpfen. Ja, der Überraschungsmoment liegt halt auf seiner Seite, ne? Ah, ist ja cool. Würde mich mal interessieren, wie viele Klicks das Video hat. Das geht, ich glaube, 1, noch was Millionen, davon mal abgesehen. Hm. Aber er hat halt insgesamt halt abotechnisch und gesamtviewstechnisch halt zugenommen, wie Sau, ne? Ja, klar. Weil, was willst du mehr? Stehst international in der Presse. Ja. Gut, steht halt leider nicht, dass du YouTuber bist. Nee, das nicht. Also stehst in der Presse. Ah, das ja. Geile ist, der kann jedes Video wegstriken. Weil er zu sehen ist, oder was? Ja, wo er was hochlädt, was da den Ausschnitt hochlädt. Ja, nee, ich glaube, was der hochgeladen hat, das war ja von sich aus selber, also wo der Kollege da gefilmt hat, und das andere ist ja Fernsehen gedöns halt, ne? Ja, klar, aber die dürfen ja auch nicht ohne seine Erlaubnis. Theoretisch. Naja, aber gut, er ist in ein öffentliches Spiel hineingestolpert mit seiner Aktion, die so oder so verboten war. Der kann dann nicht nur sagen, nee, er zeigt gut, das ja. Nicht, ist mein Bildrecht, ne? Das stimmt, ja. Würde mal. Also ich mal interessieren, was der an Strafe kriegt. Schwer zu sagen. Weiß nicht, ob da was. Ob's da. Interessieren, wenn ich da bin. Gewisses Risiko muss ja dabei sein. Kannst ja jetzt nicht so da reinrennen und dann sagen, ja gut, tschüss. Nee, na das nicht. Der wird auf jeden Fall Stadionverbot kriegen, aber das kann ihnen wahrscheinlich egal sein. Ich wollte gerade sagen, nächste Weltmeisterschaft. Wer ist denn überhaupt? Weltmeisterschaft ist immer alle wie viele Jahre? 4, ne? 4. Also es okay. Ist immer alle 2 Jahre im Wechsel. Also WM, EM und EM, ne? WM und EM, genau. Und den nächsten ist in Russland. Ah, ich wollte gerade sagen, weil wenn ich überlege, Katar 2022, das dauert ja noch ein bisschen. Ja. In Russland, oh, das wird, mal gucken, wie sich das aktuell mit der politischen Lage da entwickelt, wird bestimmt auch recht interessant. Wir haben ja 4 Jahre jetzt, das in den Griff zu kriegen, ne? Ja. Sieht aber aktuell nicht allzu gut aus. Nee. Weil man weiß nicht, was man glauben soll. Das ist ja das. Weil auf der einen Seite, ich muss ganz ehrlich sagen, ist ja wieder so typisch jetzt ich, aber ich sympathisiere ja eigentlich mehr mit den Russen. Als wie mit den Amis. Weil die Amis haben meiner Meinung nach sich mehr Scheiße erlaubt, die Russland. Ja, gut, Amerika, das ist unumstritten, also es ist ein mega geiles Land, also ich finde das total klasse, aber was die halt schon abgedrückt haben, das ist halt Wahnsinn, oder was die, auch das mit dieser Spionage jetzt wieder, das ist mit dem BND hier, weißt du, mit dem Bundesnachrichtendienst und alles, das ist einfach zu krass, was die hier, und das ist ja, du musst ja so sehen, das ist ja das, was jetzt die Bevölkerung erfährt. Weißt du, was die Bevölkerung nicht erfährt, was da abläuft im Hintergrund? Das kann das kannst du dir nicht vorstellen. So. Und wie weit sind wir mit dem Part? 9 Minuten, Mike, oder? Was? 9. Wow. Ja. Krass. Bleib relax. Ich hab jetzt voll gedacht, wir sind hier schon, keine Ahnung. Ne? Das ist halt, das ist heftig. Ja, ich will relax bleiben. Boah. So. Ah. Ist ja schon der 4. Part, ne? Ja, ja, der 2. So.
Okay, dann müssen wir noch Bäume fällen. Machst du schon, gut. Warte mal, hol ich mir mal einen Traktor und raspel mal diese Dinger weg, weil die einfach nur im Weg stehen. Wie gehen die Gauchos? Die Gauchos, die gehen so. Ich habe da auch einiges, als ich ja gerade diesen Döner sehen, den habe ich ja gar nicht gerafft, wie ich das dann gehört hatte. Was wollen die jetzt? Ja, weil er da mit den Döner beworfen hat, ne? Habe ich nicht so ganz gerafft, habe es dann im Nachhinein verstanden, was sie dann mal erklärt haben. Ich denke, ja, ist in Ordnung. Hast du Zwiebel auf dem Kopf? Wieso fährt denn da nicht rückwärts? Shuttle Control ist online. Umschalt Rechte rechts. Steuerungstaste oben drüber, diese große leere Pfeiltaste da. Unter der Enter-Taste. Hast du es? Was? Warte mal. Shuttle Control musst du ausschalten. Shuttle Control, Umschalt rechts. Richtig, das ist Ach über der so. rechten Steuerungstaste. Ah ja. Ja. Hier liegt auch noch mal. Guck mal, haben wir ganz vergessen. Die Nur sind hier noch auch noch einer. zwei. Vier sogar. Ne, drei sogar noch. Einer weiter vorne und einer hat die zwei hier hinten im Gras. Alep. So. Dann wieder auf und davon. Die Dings hast du jetzt hier mitgekriegt mit dem Flugzeugabsturz drüben, ne? Nee, wo? Ukraine? Nee, was ist denn da passiert? Hab ich gesehen, war jetzt eigentlich seit gestern. Ich weiß gar nicht, wenn das passiert. Also, es war letzte Woche irgendwann passiert, ne? Ihr müsst ja mal bedenken. Dings über der Ukraine wurde halt Flugzeug abgeschossen. Nee, oder? Doch, und zwar angeblich von russischen Sympathisanten, halt, bla bla bla, ist halt noch nichts bewiesen. Und zuerst hieß es wäre ein russisches, Quatsch, ein ukrainisches Transportflugzeug halt gewesen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass es also ein Personenflugzeug von Malaysia Airlines war mit 280 Leuten an Bord. Von denen hat keiner überlebt. Scheiße. Das ist ja heftig. Das ist ja echt heftig. Runtergeschossen mit über die Hesen Dinger so, also nicht das, was wir bei Dings verlangt haben, eine Stuka, ne? Das ist ja ein Ding, sondern es gibt auch Flugabwehrraketen, also Ja. Boden-Luftraketen, die Hesen irgendwie so. Stuka oder irgendwie sowas in der Richtung. Mit denen haben sie die anscheinend runtergeschossen, das Ding. Macker, ey. Und da ja bekanntlich so ein Personentransportflugzeug keine Flares dabei hat, ne? Ist das dann irgendwo runtergekracht, ja. Also Krank. aktuell hieß es wären jetzt wären russische Sympathisanten gewesen. Also diese Rebellen, die im Endeffekt dort sind, ne? Die da irgendwie einen Aufstand da gegen die Dings proben, aber so genau feststehen tut es da jetzt auch noch nicht, ne? Das ist Übel. krass. Konnte man jetzt aber in den letzten, glaube ich, gestern, das habe ich bei Dings gesehen, es gibt so Flugradar24.de oder sowas, ne? Das ist ganz im Internet halt angucken, wo die Flugzeuge alles so, ne, also alles, was so halt öffentlich ist, ne, wo gerade Flugzeug dahin fliegt, wo es gerade ist und so weiter und so fort. Hast du schön gesehen, über der Ukraine kein einziges Flugzeug mehr in den ganzen rund um Gebiet. Ja, Die klar. ganze Karte ist voll, nur bei der Ukraine nicht mehr. Naja, Luftraum gesperrt, denke ich mal. Ja. So. Auf der einen Frage muss man sich natürlich. Oh. Machst du denn? Musik! Wow! Da kam gerade ein Hänger auf mich zugeflogen. Oh, hat er sich War gar nicht eingekriegt mal. oder kommt da noch mehr? Ich glaube, der hat sich wieder eingekriegt. Ich frage mich, warum es denn das aus der Kupplung gerissen hat. Also, ich liebe diese Physik hier manchmal. Jetzt geht's. Ich frage mich halt nur auch immer wieder, weil da jetzt nichts Feierliches davon abgesehen, aber ich frage mich auch immer wieder manchmal so, wenn man jetzt Umstände nicht kennt, warum fliegt man auch über ein Kriegsgebiet?
Sollte man sich ja auch mal die Frage stellen. Ja gut, ich sag mal so, die Ukraine hat natürlich auch ihren Pendelverkehr. Ich weiß nicht, ist das Kriegsgebiet so richtig? Naja, Ukraine wird es, also die sprechen ja, die Medien sprechen ja jedes Mal von Krieg, also kann man. Alter. Also würde ich das im Endeffekt mal als Kriegsgebiete dort unten einstufen. Und gerade Malaysia Airlines, ich weiß jetzt nicht, wo die herkam, aber ob man unbedingt über ein Kriegsgebiet rüberfliegen muss, wo schon in den letzten Wochen immer wieder Flugzeuge runtergeschossen worden sind. Hm. Bin mal gespannt, ja, das ist ja ob das. Da noch, ob der auch wer anders da mit Schild trägt. Weil immer schwarze Schafe zu finden, ist immer einfach. Ja. Alter, der Hänger, das ist keine Ahnung. Bin ja mal gespannt, ich habe ja bei Clicky in den anderen Projekt habe ich ja auch wieder so einen vollen LKW stehen lassen. Bin mal gespannt, wenn wir das morgen, also wenn wir es dann gespielt haben, wie es aussieht. Ob das genauso ausrastet wie bei uns hier. Könnte lustig werden. Könnte wirklich lustig werden. Aber meine Freunde, wir sind erstmal fertig. Für diesen Part, deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten da wieder. Denkt dran, positiv bewerten, wenn es euch gefallen hat. Tschüss, salut. Tschüss.